Ja, hallo und herzlich willkommen vom Hof Sonnenweide. Ich habe bis vor kurzem ein eher gespaltenes Verhältnis mit unseren Nandos gehabt. Die sind handaufgezogen, sind mir immer irrsinnig auf den Pelz gerückt, also vor allem mir. Die haben mir sämtliche Ohrringerl aus den Ohren gezogen, den Schmuck von meinen Dreads runtergezogen, mich immer wieder überfallen und immer, wenn ich irgendwie in der Nähe bin, waren sie bei mir. Und ich habe das bis vor 2 Tagen als sehr lästig empfunden. Und zum Weilen auch als sehr schmerzhaft. Und vor ja, ungefähr 2 Tagen bin ich jetzt draufgekommen, wie ich mit ihnen kommunizieren kann und habe angefangen, das Ganze anders zu sehen. Und es war einfach so, dass ich draufgekommen bin, die suchen meine Nähe. Die wollen einfach bei mir in der Nähe sein und das ist auch eine Art, ihre Zuneigung zu zeigen. Und ich habe angefangen, mit ihnen zu kommunizieren, indem ich einfach meine Hand genommen habe, sie geformt habe zu einem Schnabel. Und dann so mit ihr gesprochen habe. Das heißt, ich habe einfach ihre Bewegungen nachgemacht. Und das hat super funktioniert. Ist jetzt ein bisschen anders, weil ich mit der einen Hand die Kamera halte und mit der anderen Hand ja, die Bewegungen mache. Aber ihr seht schon, wie sie sehr neugierig schaut und alles andere ist aggressiv. Sie erkennt es. Und seitdem ist sie total lieb und ich kann sie streicheln. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es ihr gefällt, berührt zu werden. Also sie kommt immer wieder in meine Nähe, sie dreht auch den Hals so, dass ich ihn streicheln kann. Also es dürfte ein paar Stellen geben, wo es besonders angenehm ist. Ja, und ich finde das total großartig. Das war so das Highlight der letzten beiden Tage. Ja, und wer die Tiere mal kennenlernen möchte und den Hof und das Sein, das Leben mit den Tieren, den lade ich ganz herzlich ein, auch zu einem unserer Impulsnachmittage zu kommen, wo es einfach darum geht, diese unmittelbare Nähe zu Tieren einmal zu genießen, ohne Anspruch, sondern einfach nur sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.